Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier vom Reselling mit Kopf, freut mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute zeige ich euch ein kleines Quick-Tip-Video zum Thema, besonders für die Leute, die im Bereich Datenlöschen unterwegs sind, die halt vielleicht auch schon von Firmen Rechner beziehen und so weiter und auch Laptops beziehen. Und da gibt es ab und an das Problem, dass der Akku nicht mehr das aushält, beziehungsweise dass man einen Refund bekommt, weil ja, der Kunde schreibt, hey, du hast mir einen Laptop geschickt, wo der Akku nur noch 20 Minuten hält. Du hast es selbst nicht überprüfen können, weil du nicht weißt, wie. Und genau das zeige ich euch heute in diesem Video. Doch bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr liked, wenn ihr abonniert und wenn ihr kommentiert. Und auch wenn ihr Bock habt, aufs Thema Datenlöschen, also eine zertifizierte Datenlöschung anzubieten bei Firmen, die Rechner tauschen, um dann die Rechner fast zum Nulltarif zu bekommen. Wenn ihr da Lust auf diese Thematik habt, ich habe auch einen USB-Stick gemacht, wo 40 Videos drauf sind, wo Tools, wo die ganze Erklärung drauf ist, die ganzen ISO-Dateien bekommt ihr dann per USB-Stick geschickt. Habe ich euch den Link noch oben bei den Kommentaren angepinnt und auch noch in die Infobox gepackt. In diesem Sinne will ich eure Zeit nicht länger stehlen. Schauen wir direkt auf den Rechner. Ich mache mich ein bisschen kleiner nach unten und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Ich mache es euch direkt auf diesem Rechner mit, dann könnt ihr das Ganze auch live mitverfolgen. Grundsätzlich, als allererstes müssen wir die PowerShell öffnen. Dazu drücken wir die Windows-Taste und geben ganz easy PowerShell einfach in den Rechner ein. Machen das Ganze groß. Es reicht auch mit dem User, mit dem ihr angemeldet seid. Und dort gehen wir dann ein PowerCFG für Configuration.exe, dann Abstand / Battery, eine Sekunde, Battery Report, Battery, habe ich es richtig geschrieben, genau, müsste jetzt klappen. Und dann steht gleich drunter der Bericht, der Akkulaufzeit wurde unter dem Dateipfad C User, Users Battery, Battery Report hat die Mail gespeichert. Den könnt ihr euch dann hier einfach so rauskopieren. Also ohne die Anführungszeichen natürlich, eine Sekunde, wenn ich es mit dem Touchpad hinbekomme, ziehe mir das Ganze dann hier raus und dann gibt es halt zwei Werte, die ihr unbedingt beachten müsst. Ich bin jetzt hier nicht mehr auf Windows 10, ich glaube da auf Windows 10 genauso ist es im Windows, so ein neueres Windows. Genau, füge ich mir das Ganze hier ein und das öffnet sich dann in einem Browser, das seht ihr auch jetzt hier. Und dann müsst ihr, also dann könnt ihr auch hier klicken und habt hier einen Battery Report, der einfach riesengroß ist. Beziehungsweise das meiste ist nicht wichtig. Wenn ihr das Wichtige, nämlich das Designed Capacity oder die designte Kapazität des Akkus auf Englisch halt, nicht findet, dann drückt ihr STRG und F und gebt hier einfach mal ein, Design, und dann drückt ihr auf Enter, dann bekommt ihr hier Designed Capacity ganz oben, hier nochmal, und das ist hier der richtige Wert. Nämlich bei 39.732 und Full Charge Capacity ist genau das gleiche. Das bedeutet, dieser Akku von diesem Gerät hier, was ich hier vor mir habe, der ist in Ordnung. Wenn ihr jetzt sagt, okay, was ist, wenn jetzt hier 29.000 steht, ich habe 39.000, soll ich dann das Ding verkaufen, soll ich das Ding nicht bei eBay anbieten, dann kann ich euch Folgendes empfehlen. Ganz, ganz easy, speichert euch den Report ab, hängt es bei eBay einfach ein Screenshot dran. Also ihr nehmt dann einfach zum Beispiel Snipping Tool, ich gehe jetzt hier auf Snipping Tool, verpackter Scheiß, hier so ein Screenshot und diesen Screenshot speichere ich mir dann ab, hänge es bei eBay als Bild dran und schreibe dann einfach in die Artikelbeschreibung bei Merkmale, bei Akku schreibe ich dann hin, siehe Bild Nummer 3 und dann kann ich noch hinschreiben, Designed, 39.732, Full, 30.000 hat er noch und dann kann derjenige selbst entscheiden, nehme ich nicht. Und dann seid ihr aus dem Schneider. Und wenn einer refoundet und sagt, hey mein Freund, ich habe es doch hingeschrieben, dann habt ihr auf jeden Fall keine schlechte Bewertung oder ähnliches, weil ihr könnt ja, ihr habt ja alles getan, was ihr machen konntet. Also Freunde, ganz, ganz eine easy Geschichte. Einfach PowerShell aufmachen, dann powerconfig.exe, Abstand / Battery Report eingeben. Der speichert sich dann ab, den Pfad kopiert durch, haut den Explorer rein, dann habt ihr den ganzen Report da und da schaut er bei Design Capacity, wie viel das der designed ist und dann schaut er, wie viel das full charged ist und dann habt ihr genau das Richtige. Speichert das Ganze noch ab, macht euch einen Screenshot, hängt es bei eBay rein und dann werdet ihr nie wieder einen Laptop zurückbekommen wegen dem Akku. So ist es, Freunde. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Ich habe euch, wie gesagt, alles verlinkt. Sollte euch das Datenlöschthema interessieren, gibt es da einen USB-Stick noch und ansonsten hoffe ich, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer René. Ciao. Ciao.